Ein herzliches und wunderschönes Glück auf, meine lieben Freunde. Ja, heute sind wir wieder mal in der Brutzelstube beim Brutzelbub. Es ist dunkel. Licht an. Was machen wir heute? Heute tun wir mal nichts brutzeln. Heute haben wir was gekocht, meine lieben Freunde. Und zwar, wir tun heute eine klare Tomatensuppe herstellen. Mal was Leckeres, lange nicht mehr gemacht. Ich freue mich drauf. Seid dabei. So, meine lieben Freunde, was brauchen wir heute für eine klare Tomatenbrühe? Suppe. Auf jeden Fall mörderisch viel Tomaten. Ich habe jetzt 250 Gramm Tomaten genommen. Ihr braucht von Gewürzen her Salz, Pfeffer, Knoblauch, je nach Wunsch, Zucker. So, jetzt fangen wir an. Wir tun natürlich erstmal die Tomatenlis, etwas Schnibbelenski, genau wie den Knoblauch. Und danach zeige ich euch, warum, wieso diese Gewürze. So, warum mache ich das? Ich habe schon ewig keine klare Tomatensuppe mehr gemacht. Ich habe mal wieder Bock drauf, deswegen nehme ich euch mit. Wenn ihr Fragen habt, warum kleine Tomaten? Ich habe jetzt gerade einfach nur kleine Tomaten da. Ihr könnt natürlich auch Fleischtomaten nehmen. Am besten ist, wenn die schon so etwas saftig sind und nicht mehr so knackig sind. Also wenn die schon extrem das Fruchtfleisch verlieren und Fruchtsaft, na, dann könnt ihr die perfekt dazu verwenden. Das ist absolut genau richtig. So, ich tue die jetzt einfach nur, wie gesagt, halbieren. Sind klein, da braucht man jetzt nicht so viel. Und ja. So, ich nehme jetzt eigentlich nur drei Stück. Zwei große, ein kleines, sollte reichen. Das schnippeln wir jetzt und kommt dann hier rein. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir machen den Knoblauch jetzt den gar aus. Nee, wir tun ihn jetzt einfach nur hacken. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, kann ich den auch pressen? Selbstverständlich, wie ihr das gern wollt. Ich bin jemand, der schnippelt es gern. Ich mag den Geruch von Knoblauch an den Händen. So, zack. Rein. Jetzt haben wir eigentlich fast alles fertig. Fast alles. Da ich jetzt heute dieses Video spontan drehe, weil ich Bock drauf habe, habe ich keinen frischen Basilikum dort. Deswegen nehme ich gefrosteten, der aber genauso geil ist. So, mein gefrosteter Basilikum ist jetzt mit drin. Was machen wir jetzt? Jetzt geht es natürlich ran an die Gewürze, Kräuter. Warum, wieso, weshalb? Salz. Ihr könnt ruhig vom Salzgehalt was mehr nehmen, aus dem einfachen Grund. Salz entzieht ja meistens, eigentlich immer, ja Wasser. Und genau das wollen wir bei der Tomate ein bisschen erreichen, dass die jetzt ein bisschen ihren Saft verliert und dass mehr von der Flüssigkeit rauskommt. Ja, ein bisschen Pfeffi, dass ein bisschen Pep reinkommt und natürlich nicht viel, wirklich nicht viel. Ein bisschen Zucker. Zucker bringt das, warum ich Zucker nehme, dass der Eigengeschmack besser zur Geltung kommt. So, jetzt geht es natürlich weiter. Was nehmen wir jetzt? Ihr könntet natürlich ganz klassisch sagen, ich nehme eine Gemüsebrühe. Oder ihr macht es noch besser, weil ich bin nicht so der Fan von den Gemüsebrühen, die fertig sind. Außer ihr macht euch selber eine. Nehmt einfach ein bisschen Wasser. So wie ich. So. Ich lasse das Ganze jetzt noch kurz ein bisschen ziehen, ein bisschen rauslaufen, tue das kurz umrühren und dann kommt mein bester Freund, und zwar der Mixer oder Pürierstab, je nachdem, was ihr halt habt. So, jetzt geht's den Juden hier unten aber ganz schön an den Kragen, weil jetzt wird gemixt, was das Zeug hält.
in ungefähr 20 Minuten, wenn ich mit den Guten hier durch bin. Weil die Wolken, die sind nämlich ein bisschen zu hart. Oder? Ja, jetzt wollen sie, jetzt wollen sie es. Ab durch den Mixer! Wenn ich das jetzt fertig gemacht habe, ja, melde ich mich gleich zurück. So, da sind wir wieder. Jetzt schaut sich an. Hat eine wunderschöne, schon gute Kondensmilch. Ihr wisst, was ich meine. So, was wir jetzt damit machen. Haha, das kommt jetzt. Ihr nehmt euch. Könnt ein Spitzsieb nehmen, könnt ein Rundsieb nehmen. Nehmt euch ein Handtuch, was ein bisschen älter ist oder was ihr gut wieder waschen könnt. Und dann drin. Jetzt lasst ihr das natürlich. Jetzt müsst ihr das natürlich erstmal ein bisschen arbeiten lassen. Ich helfe da ein bisschen nach mit Löffel. Und rühre ein bisschen. Geht es nämlich alles einen kleinen Ticken schneller, glaubt mir. Wenn ihr nebenbei noch was zu tun habt, lasst es ablaufen. Aber wenn ihr euch nur auf die Sache konzentriert, nehmt einen kleinen Löffel, einen großen Löffel, je nach Portion und Menge. Und helft der ganze Sache ein bisschen nach. So, ich helfe da der jungen Madame da unten, ne, die ich schon ein bisschen einrühre, und den jungen Herrn helfe ich jetzt ein bisschen weiter beim. Ja, jetzt hört es langsam schon. Es läuft schon nach unten schön durch. Und ja. Kann auch immer gerne mal ein bisschen was an der Seite wegmachen. So. Und wir sehen uns gleich wieder. Oh, da bin ich wieder. Jetzt gibt es noch einen kleinen Trick, den ich euch zeige. Wenn ihr es schon ein bisschen runter habt, ne? Dass es schon eine feste Masse ist, nehmt ihr alles, was ihr habt. Ja, das war jetzt. Schiebt's. So, ich nehme das jetzt mal weg, weil ich gekleckert habe schon. Und drückt's aus. Guckt mal, hier ist jetzt schon. Bitte jetzt nicht dran denken, dass ihr Pippi müsst. Denkt euch einfach, ihr werdet irgendwo am Strand, am Meer, und es füllt euch jemand ein Bier nach. Genau so. So, das ist jetzt das, was ihr raus habt. Eine klare Tomatensuppe. Die tue ich jetzt nochmal erhitzen, abschmecken, so wie ihr es gern haben wollt, und somit ist es fertig. Ich hoffe, ich habe euch mal was Kleines gezeigt, was ich sehr gern mag, so als Vorspeise. Es muss nicht viel sein, muss immer so, vielleicht ein Löffel, zwei, drei, weil es wirklich ein extremer Geschmack ist. Daher, ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wie auch immer, wenn ihr das Video schaut. Lasst einen Like da, haut in die Kommis rein, wie hier. Tja, wenn ihr was sehen wollt, einfach rinschreiben, anschreiben. Ich lese mir alle Kommentare durch. Das mache ich nebenbei noch sauber, weil, ne, muss sein. Ich bedanke mich. Ich war wieder heute mal euer Brutzelbub, heute auch in der Brutzelstube. Aber heute haben wir gekocht und ich denke, das wird geil.